Hey Leute. Ja, die dunkle Jahreszeit hat ja leider angefangen und damit auch die Heizperiode. Und beim einen oder anderen von euch verursacht das sicherlich ein großes Unbehagen, mich eingeschlossen. Und bei den steigenden Energiekosten überlegt sicherlich der eine oder andere, wie er vielleicht noch ein paar Euros an die Seite legen kann. Ja, ich bin ja schon seit Jahren ein Verfechter von smarten Thermostaten und weiß um die Einsparpotenziale dieser. Und in diesem Video soll es aber gar nicht um einen Vergleich von smarten Thermostaten gehen, sondern vielmehr, wie ihr diese für euch einsetzen könnt und wie man diese überhaupt einsetzt. Und außerdem möchte ich mit euch die Frage klären, was es mit dem smarten Heizen 2.0 auf sich hat. Viel Spaß! Ja, zunächst, ihr wisst es wie immer, ein kleiner Disclaimer. Ich werde hier nicht von Tadow, Eve oder Akara bezahlt, will auch keine Werbung dafür machen. Das Video ist im eigenen Antrieb entstanden, das möchte ich gleich zu Anfang mal erwähnen. Ja, was ist eigentlich ein smartes Thermostat? Die Dinger hier sind es bestimmt nicht. Viele von euch, die sich mit dem Thema smartem Heizen noch nicht befasst haben, haben wahrscheinlich so ein Ding an ihrem Heizkörper kleben. Mit 5 Stufen, in denen man nicht wirklich weiß, welche Temperatur man auf welcher Stufe einstellt, nicht besonders smartes Teil. Ich wollte jetzt die Thermostate so in zwei Gruppen einteilen. Einmal die Gruppe 1 sind die smarten Thermostate, die ihr so im Baumarkt oder beim Discounter eures Vertrauens bekommt. Das sind so solche Teile, die ihr quasi, mit denen ihr euer altes Thermostat ersetzen könnt und dann über dieses Display und die Tasten seid ihr dann in der Lage, für die Woche oder für eine Woche gesehen, pro Wochentag unterschiedliche Heizzeiten, wie ihr mögt, einzuschalten. Außerdem haben die meistens dann noch so einen Boost-Knopf, dem es heißt quasi Ventil voll auf, voll heizen, einen Drehregler, um ganz normal die Temperatur noch einstellen zu können und halt ein Display. Wenn ihr feste Heizzeiten zu Hause habt, oder beziehungsweise feste Zeiten, an denen ihr zu Hause seid, ist das auch sicherlich eine super Sache. Falls nicht, kommt die nächste Kategorie von euch für euch in Frage. Und das sind die smarten Thermostate, wie diese hier vor mir stehen. Das sind quasi, ist quasi das gleiche wie die aus der ersten Gruppe, nur dass ihr da nichts am Thermostat einstellt, sondern einfach, es wird alles über das Smartphone geregelt. Ihr könnt hier noch viele mehr Heizkreisläufe und Heizzeiten und Temperaturen und alles Mögliche einstellen bei diesen Thermostaten. Sie hängen bei euch, ich sag mal, grob im WLAN, sind mit eurem Router verbunden über Meta, Bluetooth, Zigbee, whatever. Und so seid ihr dann in der Lage, auch von Remote, also wenn ihr nicht zu Hause seid, eure Temperatur in euren Temperaturkreislauf einzugreifen. Das kann dann interessant sein, wenn ihr zum Beispiel auf Dienstreise seid, einen Tag länger bleibt oder einen Tag kürzer und eure Heizung vielleicht aus- oder angeschaltet habt und könnt so dann die Zeiten noch regeln, damit die Heizung nicht irgendwie umsonst heizt. Das ist ein Feature, was man nicht verkennen darf. Das ist schon ganz cool. Außerdem bieten diese dann auch noch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel euer Zuhause verlasst, dass automatisch die Heizung nach unten geregelt wird, auch wenn ihr vorher Zeitpläne eingestaltet habt, bei denen die Heizung heizen soll. Das würde bei diesen nicht gehen, wenn ihr einen Heizkreislauf eingestellt habt, dass meinetwegen von 8 bis 10 Uhr ihr heizt und ihr geht um 8 zum Bäcker, trefft eure Freundin und geht mit der brunchen, dann wird trotzdem zu Hause geheizt. Und bei diesen Thermostaten würde dann die Heizung ausgestellt werden, automatisch, und ihr müsst euch nicht drum kümmern. Das ist schon recht smart. Ich habe, wie gesagt, schon seit mehreren Jahren smarte Thermostate im Einsatz, bin auch mit so einem einfachen angefangen, das hat mir dann nicht gereicht. Und als die Firma Tadow dann damals in den Markt eingetreten ist, waren sie eigentlich die einzigen, die recht ansprechende, optisch ansprechende Thermostate designt haben, die ich bis heute schön finde und trotzdem noch einen relativ großen Funktionsumfang geboten haben. Zum gleichen Zeitpunkt sahen die anderen smarten Thermostate, also vor 5-6 Jahren, sahen alle so aus wie dieses hier. Und ja, muss man wissen, vielleicht hat man gerade seine Heizkörper so
im Raum verteilt, dass man sie schon immer sieht. Und wenn man dann so ein hässliches Thermostat dran hat, will man vielleicht auch nicht unbedingt. Von daher war damals Tadow meine erste Wahl. Mittlerweile unterscheiden sich die Hersteller, würde ich aber sagen, alle nicht mehr groß, was ihren Funktionsumfang ausgeht. Außerdem sehen sie auch alle nicht mehr so hässlich aus wie noch vor Jahren. Von daher macht man eigentlich mit keinem Thermostat so richtig was falsch. Ist dann sicherlich so ein bisschen eine Geschmacks- und Unterstützungsfrage, ob vielleicht HomeKit von Apple unterstützt wird oder nicht, falls ihr das braucht, so wie ich. Aber ansonsten tun sich die Thermostate nicht großartig. Bei diesen Thermostaten ist zum Beispiel ein Unterschied, dass die Eve-Thermostate nur mit Apple funktionieren und auch keine Bridge benötigen. Das ist zum Beispiel gar nicht schlecht. Funken allerdings mit dem Bluetooth-Standard und da gibt es mal das ein oder andere Problemchen, dass nicht sofort das Smartphone erreicht wird. Das ist dann nicht so toll. Die Probleme habt ihr bei Tadow nicht, die funken mit Zigbee. Da hatte ich eigentlich in den letzten 6 Jahren überhaupt keine Probleme mit irgendwie einer Erreichbarkeit oder mit einem Ausfall. Das hat alles wirklich sehr zufriedenstellend funktioniert. Tadow hat außerdem noch die smarte Eigenschaft, dass sie das Geofencing mit in den Heizkreislauf quasi mit einbinden. Das heißt, ihr könnt einstellen, ab wann die Heizung anfangen soll vorzuheizen, wenn ihr euch um 20 Kilometer Kreis der Wohnung näher zum Beispiel oder eher 60. Da seid ihr wirklich ganz flexibel und das ist schon ein nettes Feature, was Tadow eigentlich von Anfang an am Start hat und was quasi diesen Hersteller dann auch ausgemacht hat. Ja, warum habe ich dieses Video jetzt Smartes Heizen 2.0 genannt? Die Thermostate haben ja out of the box noch viele weitere Features. Die meisten haben noch neben dem Temperatursensor, der eh vorhanden ist, noch einen Feuchtigkeitssensor. Tadow hat zum Beispiel auch eine Fensteroffenerkennung automatisiert über die Software in dem Thermostat verbaut. Das heißt, wenn das Thermostat einen Temperaturabfall in eurem Raum feststellt, regelt es automatisch die Temperatur runter für einen gewissen Zeitraum, den ihr vorher definieren könnt. Und da ist dann auch schon der Nachteil. Wenn ihr da nicht diszipliniert seid und meinetwegen 15 Minuten eingestellt habt und nach 15 Minuten das Fenster nicht wieder schließt, fährt das Thermostat dumm wieder hoch und euch ist eigentlich nicht wirklich damit geholfen. Andere Hersteller, wie zum Beispiel Eve, bieten aus eigenem Haus dann noch Kontaktsensoren an, mit denen man dann steuern kann, wenn der Kontakt offen ist, heißt Fenster offen, dann regelt das Thermostat runter und sonst eben nicht. Ich hatte auch solche Kontaktsensoren von Eve schon mal bei mir im Einsatz, aber sie sind A, nicht besonders kostengünstig mit ungefähr 30 Euro pro Kontaktsensor. Dann sind sie recht klobig und ich fand sie nicht besonders ästhetisch bei uns im Wohnraum an so einer Tür zu pappen. Und außerdem war die Akkulaufzeit zu dem Zeitpunkt, als ich solche hatte, relativ unterirdisch mit 3 bis 6 Monaten. Und dann war da noch so eine utopische Batterie drin, die man auch nicht einfach so nachkaufen kann und online bestellen muss. Das war dann für mich eigentlich das K.O.-Kriterium. Und wenn man dann nach Kontaktsensoren sucht, die A, in meinem Fall HomeKit-kompatibel sein soll, damit sie sich auch mit anderen smarten Geräten verstehen, nicht besonders teuer sein sollen und außerdem noch irgendwie eine relativ lange Akkulaufzeit, da kommt man eigentlich an den Sensoren und an dem System von Akara nicht vorbei. Ich hatte früher schon von Xiaomi so ein kleines, mini-smartes System. Und selbst die Kontaktsensoren lassen sich noch mit dem System von Akara koppeln. Sie sind ähnlich groß, ähnliches Design. Und ich zeige euch sie mal gerade hier. Sie sind kommen in einer solchen Packung und sind nur so klein. Und wie ich finde persönlich, recht stylisch und klein, dass sie nicht großartig irgendwie ins Gewicht fallen. Also wenn man den Größenvergleich mal macht hier mit einem Thermostat, da seht ihr schon, wie klein das Ganze ist. Und die werden strommäßig über eine Knopfzelle gesteuert, die in meinem Fall bis zu 2 bis 3 Jahren hält, was halt ein absolutes Killer-Kriterium ist. Kostenmäßig sind sie auch eher günstig mit 16 Euro. Das ist quasi, da könnt ihr quasi 2 Fenster zum Preis von 1 mit ausstatten, wenn ihr das mit den anderen Herstellern vergleicht. Und wie gesagt, eben HomeKit-kompatibel. So könnt ihr also programmieren in HomeKit, wenn das Fenster offen ist, dann bitte das Thermostat runterfahren oder ausschalten und sonst wieder anschalten. Das ist auch soweit alles ganz gut und auch schon recht smart, aber
Stellt euch den Fall vor, ihr kommt aus der Dusche, reißt das Fenster auf, das Thermostat wird runtergefallen, unten brüllt ein Kind, ihr lauft nach unten, schnappt euch vielleicht noch schnell ein Brot, bringt eure Kinder zur Arbeit, fahrt dann selber zur Arbeit und das Fenster steht offen. Soweit erstmal kein Problem, die Heizung ist ja ausgeschaltet. Aber wenn ihr abends nach Hause kommt und erwartet, vielleicht wollt ihr euch in eine Wanne legen oder sonst was machen beim Duschen, ist das Badezimmer halt kalt, weil so eingestellt. Da wäre es doch nett, wenn nach einer gewissen Zeit ihr nochmal informiert werdet, Achtung, das Fenster steht noch auf. Und sowas habe ich genau programmiert und es lässt sich super einfach über die hauseigene App von Akara lösen. Da braucht man nicht großartig eine HomeKit-Automation für. Es lässt sich out of the box ganz einfach lösen und ihr bekommt eine Push-Nachricht auf euer Handy. So habe ich mir zum Beispiel eingestellt, dass nach 15 Minuten ich nochmal informiert werde, dass genau dieses Fenster offen steht. Hinzu kommt, dass ich mir noch was programmiert habe, dass ich quasi abends um 20 Uhr nochmal einmal alle Fenster überprüfe, ob sie geschlossen sind und falls nicht nochmal eine Nachricht bekomme. So habe ich schon die eine oder andere offenstehende Tür, die man vielleicht nochmal im Oktober beim schönen warmen Sonnenstrahl, wo man das Fenster nochmal aufgemacht hat oder wo man eine Tür nochmal aufgemacht hat, um ein bisschen warme Luft einzufangen, die man dann womöglich vergessen hat. Und das ist dann schon nochmal ganz nett, wenn man dann nochmal darauf hingewiesen wird. Natürlich, wenn ihr diese Nachrichten dann ignoriert, kann man euch auch nicht mehr helfen, weil dass die Tür dann automatisch schließt, gibt es sicherlich schon, aber das ist einfach zu teuer, um das für sämtliche Fenster nachzurüsten, gerade wenn ihr irgendwie ein Haus habt, ist schon noch ein wenig Eigeninitiative gefordert. Von daher denke ich mal, ist das aber schon ein guter Schritt dahin, in die eigene Bequemlichkeit, jemanden nochmal daran zu erinnern, dass man da handeln muss. Und wenn wir schon bei den Akara-Sensoren sind, was für mich auch noch Sinn macht, ist die Anschaffung eines zusätzlichen Thermostats oder zusätzlichen Thermometers, was die Raumtemperatur misst. Denn das Problem ist, wenn ihr nicht nur einen kleinen 8-9 Quadratmeter Raum habt, sondern vielleicht ein etwas größeres Wohnzimmer oder ein Zimmer, was über Eck geht, wie in unserem Fall, dann ist in der Raummitte vielleicht noch 18 Grad, wo an den Heizkörpern, wo die Temperaturfühler der Thermostate sind, schon 21 oder 20 Grad erreicht sind. Und natürlich kann man irgendwelche Temperaturunterschiede in den Thermostaten programmieren, aber ich bin eher ein Fan davon, die richtige Temperatur im Raum zu messen und daraufhin dann die Raumtemperatur anzupassen. Das ist nochmal ein ganz nettes Feature, wo ihr dann auch nochmal auf Raumtemperatur und so Einfluss nehmen könnt, was ich euch empfehlen kann. Ja, und das Letzte, was eigentlich nichts mit diesem ganzen smarten Heizen zu tun hat im weitesten Sinne, ist ein neues System, was ich auch vor kurzem erst bei YouTube gesehen habe, und das ist dieses interessante Teil. Es ist genau das, wonach es aussieht. Es sind irgendwie drei PC-Lüfter, die in einem Plastikgehäuse sitzen, das mit Magneten hier ausgestattet ist, und das könnt ihr ganz einfach unter eure Heizung klipsen, unter bestimmte Heizkörper. Es geht nicht unter jeden Heizkörper, aber die quasi einen Hohlraum in der Mitte haben. Das sind die etwas neueren Heizkörper. Wir haben leider auch nur einen davon im Haus. Da könnt ihr das unter die Heizung klipsen und dann wird noch ein zusätzlicher Temperaturfühler angebracht. Und sobald eine gewisse Temperatur erreicht wird, gehen diese Lüfter an und blasen die Luft durch die Heizung. Man hat dann so ein bisschen so einen Heizlüfter-Effekt, weil die Luft dann besser im Raum zirkulieren kann und der Raum wird schneller erwärmt, als es nur durch die blanke Heizung gemacht werden würde. Ich habe das ausprobiert, das funktioniert wirklich sehr gut. Ob man, wie der Hersteller verspricht, 22% Einsparung dadurch hat, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Mehrwert. Das Teil ist leider nicht ganz günstig. Dafür, dass es sich eigentlich nur um PC-Lüfter handelt, bezahlt man hier natürlich schon ein bisschen die Idee und das Ganze drumherum. Mit 60 Euro seid ihr dabei. Ihr könnt auch mehrere aneinander stecken und koppeln. Aber dann wird es natürlich schon recht teuer, wenn ihr mehrere Heizkörper damit ausstatten müsst. Aber ich habe es jetzt in dem Raum genommen, der oft genutzt wird im Kinderzimmer. Da lässt sich die Luft dann halt deutlich schneller verteilen und es wird deutlich schneller warm. Das soll der letzte Tipp für, heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch sehr. Dann findet der Algorithmus auch meine Videos. Ansonsten sehen wir uns vielleicht in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald und ciao.